Guten Morgen, Leute. Ich grüße euch heute am Mittwoch, dem 10.01.2024. Und ja, ich befinde mich hier in Salzkotten auf dem Gelände einer Spedition. Ich mache mal Licht an. Ich habe mein Bettchen bereitet. Ich werde mir jetzt noch eine halbe Stunde hinlegen, bis das hier losgeht. Ja, nochmal guten Morgen, Leute, heute am 10.01.2024 um 10 vor 10. Wir sind hier in Bielefeld und ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal davon gehört hat. Bielefeld gibt es ja eigentlich gar nicht, aber ich habe es trotzdem gefunden. Und ja, wir haben geladen. Machen uns auf den Weg nach Hause, 2 Stunden 45, also ein Stündchen, ja, sagen wir mal bis 11. Bis 11 nehme ich euch mit. Ja, und das, da wurde beim gestrigen Video ein bisschen der Ton kritisiert. Das lag daran, dass ich mal was ausprobiert habe. Ich habe das Gefühl, dass manchmal in dieser Position der Ton übersteuert. Und da habe ich das Mikro weiter unten am Pulli festgemacht. Aber wie man feststellen konnte, ist das nicht gut. Jetzt hängt es mehr oder weniger unterm Kinn. Ja, ich muss mal. Der hat mich da eben. Am Ende der Straße biegen Sie links ab, Grafenheider Straße. Biegen Sie links ab. Ah. Ja, ich musste ja doch glatt nochmal keulen, drei Gurte setzen. Ja. Das war ein bisschen fummelig. Ja, und leider auf der Hinfahrt, da irgendwie scheint mein Navi nicht mehr ganz aktuell zu sein. Der hatte ein ganzes Stück der Autobahn 33 näher am Schirm. Und dadurch bin ich echt komplett durch Bielefeld, durch die City gefahren, am Bahnhof vorbei. Ach, ich war, was weiß ich, wo ich überall rumgefahren bin. Das war total krass. Und biegen Sie rechts ab. Ich wollte sagen, er fühlte und klang so komisch, aber der ist in der Abgasreinigung. So, was denn jetzt? Was sagst du denn jetzt? Irgendwie hat sie den Kreisverkehr hier auch nicht, aber ich fahre einfach mal so, wie ich gekommen bin. Nee, hat sie schon wieder nicht. Naja, schauen wir mal da vorne. Ja, wie gesagt, das Navi müsste, glaube ich, mal aktualisiert werden. Das war richtig stressig. Weil sie sagte zwar Richtung Bielefeld Zentrum, aber zeigte geradeaus. Ich also geradeaus, ja, und dann, um festzustellen, es haut nicht hin. Und hat es hier auch nicht. Nichts hat sie hier. Wir fahren hier gerade über einen Acker. Oh, was ein Mist. Wenn ich jetzt nur wüsste. Ja. Hm.
Ja, schwer geladen. Fast 23 Tonnen. Jetzt fahren wir natürlich wieder Richtung Bielefeld Zentrum. Eigentlich wollte ich mir, ja, was heißt euch? Euch ist es ja egal, aber mir wollte ich das ersparen, diese Stadtrundfahrt. Ich weiß nicht, was das soll. Aber okay. Wir schauen mal. Vielleicht führt Else mich ja auch noch ein bisschen anders. Ich muss jetzt einfach knackig auf der Autobahn, aber es ist vollkommen egal. Ich habe volle Lenkzeit. Das hat dann nämlich insgesamt 45 Minuten gedauert. Das war schon mal gut. Ah. Ja, und leider wie gestern, das ist jetzt alles ein bisschen anders als auf Gaggenau. Ihr wisst ja, Gaggenau brauche ich eigentlich seltenst bis nie, also wenn, dann nur freitags im Video, die Feierabend- oder die Wochenendzigarette. Jetzt sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Gerade was gegessen, jetzt muss ich mir mein Kippchen rauchen. Ich möchte nicht unbedingt. Ich meine, irgendwo ist. Ja, irgendwo ist es mir auch egal. Ich fahre von mir aus wieder durch die Stadt. Das ist auch alles. Ich meine, Gurten und so weiter ist alles kein Thema. Nur. Ich war 5 Wochen nicht da. Biegen Sie links ab. Normalerweise habe ich hier meine Ordnung. Auf der linken Seite oberes Seitenfach Ratschen, unteres Seitenfach Gurte. Und auch immer, sagen wir mal, 4 Gurte, 4 Ratschen. Also auf jeden Fall. Und ja, nichts mehr da richtig. Nur noch altes Gelumpe. Der Auflieger ist nicht meiner. Und da wird noch das so gehandelt, dass das im Staukasten ist. Und irgendwie sind das alles Gurte, also, oder Ratschen. Ich fand die Ableger reif. Naja, auf jeden Fall musste ich mir erstmal alles zusammensuchen und so. Aber alles geregelt, alles gepackt. Ladung steht. Zahnärzte am Obersee. Ja. Die Kollegen von der Entsorgung. Sagt sie, 900 Meter Kreisverkehr. Ich sehe keinen Kreisverkehr, aber gut, 800 Meter ist auch noch ein Stückel. Boah, und überall Blitzkisten hier, da. Mann. Boah, da muss aber richtig ackern. Ich sag mal so, wir gucken mal eben. 24,6 war mein Verbrauch. Ich bin ja leer hier hin, eine Stunde lang. Und dann schauen wir mal, wie der gleich aussieht. Ja, heute Morgen, das war ganz gut zu finden und das war eine Spedition, da war auch Platz und so. Dann war alles gut, kann ich nicht anders sagen. Und wie gesagt, hierhin wäre eigentlich Stunde 15 gewesen. Aber ich habe leider Stunde 40 gebraucht. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Dadurch, dass ich es verpeilt habe.
Und deswegen war das jetzt wichtig. Mein Kollege meinte nämlich, eigentlich reicht die Lenkzeit nach Hause. Aber wie gesagt, das war jetzt nichts. Oh, naja, abgeschrägter Bordschein. Jetzt kann man auch mal hochfahren. Oh, die Sonne, Mann. Nach 200 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt in Gersche Straße. Also ich befürchte, ich fahre das gleiche zurück, wie ich gekommen bin. Es könnte aber sein, dass jetzt ein bisschen weniger Verkehr ist. Also eben war hier alles zu. Ja. Mann, Else. Aber ich brauche sie, weil hier habe ich natürlich null Ortskenntnisse. Ach, heute Morgen der Laden, das war natürlich, wie gesagt, gefunden, ja, aber die Bude, der war schon eine ältere Spedition. Da hatten die Federrampen. Aber war okay, weil einer direkt rauskam und beim Ansetzen geguckt hat und gesagt hat, okay, passt, also ich musste nicht 25 Mal aussteigen und schauen. Was aber blöde war, du hast entladen auf einer offenen, zugigen Rampe. Und dann haben die, damit sie in ihrer Halle nicht zu kühl wird, ja, haben sie nur ein Tor aufgemacht, aber nicht direkt hinter meinem LKW, sondern ja, ein Stück versetzt. Und auch ein zweiter musste noch da rein. Da sind wir mit zwei Mann immer da durch. Wir mussten gucken, dass wir uns nicht gegenseitig über die Zehen fahren mit den Ameisen. Und jetzt einmal durchlüften hier. Und ja, und dann immer vom Kalten ins Warme hin und her. Natürlich total super, wo ich ja immer noch nicht wirklich auskuriert bin. Naja. Egal. Oh, zwei Rollatoren im Rollatorenport. Jetzt hat er ihn doch nicht gehabt hier. Ich habe eigentlich den Abstandstempomaten drin. Das schadet nämlich nicht. Ja, guckt euch das hier an. Ey. Das ist hier sowas von voll. Aber sie lässt mich hier in 250 Meter nach rechts abbiegen. Das könnte sein, dass ich nicht wieder Knüppel hat durch die Stadt muss, aber ich weiß es nicht. 200 Meter biegen Sie rechts ab. Jo, mach ich. Obwohl, vom Namen her, sag ich mal, ach, das war, ist glaube ich wie eben. Naja, wir werden es sehen. Ja, wie gesagt. Und man muss hier aufpassen, viele Fahrradfahrer hier, Fahrradwege und so. Das ist ja auch noch so eine Sache. Schildestraße, haben wir irgendwo einen Namen stehen? Nee. Naja. Ja, wer Bock hat, der guckt mal ins Internet wegen Bielefeld. Vielleicht hat es der eine oder andere auch schon mal gehört. Bielefeld existiert gar nicht, gibt es gar nicht. Es ist so ein beklopptes Ding. Ich kann ja gar nicht erklären, warum das so ist, aber es ist so. Jetzt müssen wir natürlich höllisch aufpassen. Ja, sie will gar nicht. Ja, die Scheibe müsste aber sauberer sein. Ja, und Schienenverkehr haben wir hier auch noch. Aber es kommt keiner. Bin ich ja gar nicht gewöhnt. Bei uns gibt es ja überhaupt keine Straßenbahn. In Gaggenau auch nicht. Und ja, oben in Kassel, ja. Ah, ist schon alles ein bisschen crazy. Ach, guck dir halt an, ey. Da kommt es auch noch. Ist ja vollkommen ungewohnt. Ich meine, gut, Straßenbahn ist mir schon ein Begriff. Ich bin ja in Bochum geboren. Und ich hätte fast gesagt, mit der Straßenbahn aufgewachsen. Ja, doch, kann man sagen, mit der Straßenbahn aufgewachsen. Ich kenne das ja auch noch, dass in der Straßenbahn richtige Schaffner waren.
so Jungs in Uniform mit so einer Kiste vorm Bauch, wo sie die Münzen so mit so einem Hebel raushebeln konnten, das Wechselgeld. Und ja, so, das kenne ich noch. Ich bin also, und auch im Mühlheim an der Ruhr, wo die Großeltern mütterlicherseits gelebt haben, da bin ich auch oft mit der Straßenbahn mitgefahren, mit den Großeltern. Ich muss mal gucken, ob ihr, ja, ihr seid da, alles ist gut. Ah, nur grün für die Radfahrer und jetzt auch grün für uns. Ja, er sollte mich erstmal weglassen, wenn der nämlich jetzt hier den fetten 90-Grad-Schwenk macht, kommt mit seinem Arsch rum, hängt er mir hinterher an der Seite. Aber er musste sowieso warten. Ernst-Rhein-Straße in 410 Meter. Dann stehen hier, ach, jetzt gibt es wohl auch noch Leihfahrräder. Nicht nur diese, diese vermaledeiten Roller. Nein, jetzt gibt es auch noch Fahrräder, die überall rumstehen und die man sich ausleihen kann. Das ist doch total bekloppt. Nach 200 Metern. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die erste Ausfahrt, Ernst-Rhein-Straße, dann bleiben Sie links. Ah, das ist gut. Ich kam, glaube ich, nämlich von geradeaus. Ja, ja, irgendwie fahren von Sie da in oben. Den Kreisverkehr und nehmen Sie die erste Ausfahrt, dann bleiben Sie links. Aber ich habe es ja schon einige Male gesagt, also vor 8 Jahren, bevor ich mit der Vollzeitfahrerei angefangen habe, da bin ich ja nur nebenbei gefahren und das hatte nichts mit Stadtverkehr und so zu tun. Also da war es so, aber mittlerweile, mich lässt das echt kalt. Ich tue mir die Ruhe an. Wenn die hinter mir, die können mich verfluchen, weil ich so langsam fahre, ist mir egal, habe ich nichts mit zu tun. Ich mache mein Ding hier und fertig. Sehe zu, dass ich sauber, ohne Schäden durchkomme. Weil du musst wirklich, so viele Augen hast du gar nicht im Kopf, wie du brauchst. Aber das macht einen richtig guten Eindruck. Ich glaube, wir kommen jetzt schon gleich auf die Bahn. Das wäre natürlich echt geil. Gut, ich weiß, ihr hättet euch gerne auch noch ein bisschen Bielefeld angeschaut, aber ich nicht. Mir hat das heute Morgen gereicht. Nach 200 Metern bleiben Sie links. Bleiben Sie links. Ja, ich komme hier überhaupt nicht aus dem Socken mit der Ladung. Ach Mann. Na, jetzt können wir bestimmt wieder. Oh, yo, 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 yo. Die Sonne voll von der Seite. Folgen Sie B61N Ostwestfalen-Damm Richtung Paderborn für 6 Kilometer. Ja, mache ich. Mache ich, Else. Geht klar. Ja, 12:30 am Hof, 12:45 zu Hause oder was. Und da erwartet mich, ich hätte fast gesagt, der nächste Stress. Gestern Abend war schon nach 5 Uhr. Ich wollte so 6:30 ins Bett. Ich hatte die Hose schon aus, also ich war schon in Jogginghose und der ein oder andere, der schon länger mitfährt, kennt ja meine Einstellung. Mit der Jogginghose gehe ich nicht mehr vor der Tür. Oder gehe ich nicht vor die Tür, also nur in absoluten Ausnahmefällen bin ich auch schon mal mit der Jogginghose los, aber normalerweise nicht. Wenn ich die Jogginghose anhab, dann bleibe ich nur noch bei uns auf dem Gelände oder im Haus. Auf jeden Fall, ich war auch schon irgendwie im Abspannmodus. Da geht es auf einmal das Telefon und
Tochter Lotti ruft an, total aufgeregt. Ja, sie wäre jetzt da gerade in Hersfeld und der Wagen, der wird eine Meldung machen. Stopp, Öldruck, Motor aus. Ja, super. Sie hat das natürlich gemacht. Ja, und stand jetzt da und wusste nicht, was er tun soll. Und ich hasse das, wenn die immer rechts neben einem bleiben. Habe ich heute schon mal einen gehabt. So, und ja, dann habe ich gesagt, hast du denn Öl drin oder was? Obwohl das nicht unbedingt mit dem Öl zusammenhängen muss. Sie sagt, ja, weiß ich nicht. Und ja, hast du mal geguckt, keine Ahnung. Und irgendwie hat es nicht geblickt, mit dem Ölstab zu gucken. Sie war auch schon wieder nervlich, wirklich neben der Spur. Und da ist immer total schlecht. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich fahre da jetzt nicht mehr runter. Ey, es waren minus 10 Grad gestern Abend. Ja, selbst wenn ich mir jetzt... Nee, ich habe gesagt, sie hat Urlaub, der Junge hat Ferien. Da müssen sie eben in den sauren Apfel beißen und sich zum Bus begeben und im Bus nach Hause fahren. Und wenn ich jetzt nachher nach Hause fahre, ich habe das jetzt so geregelt, dass sie dann schon mit den Hunden draußen waren und ich dann mir... Ja, wir müssen nach links... Und ich dann mit ihr runterfahre und entweder kriege ich vor Ort was geregelt, dass sie fahren kann. Befürchte es nicht. Aber ich habe Abschleppstange und dann werde ich den Karren zu uns ziehen und dann müssen wir mal sehen. Ja, das ist wieder so ein Zusatzspaß noch, den man hat. Ne? Man hat ja sonst Langeweile. Ja, was die Kommentare betrifft, da müsst ihr euch ein bisschen gedulden, weil das ist ja immer der gleiche Effekt. Wenn ich jeden Tag ein Video mache, komme ich einfach nicht hinterher mit dem Beantworten der Kommentare. Deswegen bin ich ja auch von der Regelung mit 3 Videos pro Woche, Montag, Mittwoch, Freitag, ja auch, habe ich ja gewechselt auf 2 Videos pro Woche, Dienstag und Freitag, weil ich dann einfach mehr Zeit und Luft habe, um Kommentare zu beantworten. Aber da ich ja diese Woche, ja, jetzt den dritten Tag ganz woanders hinfahre, also gut, schon primär Richtung Norden, was ja aber auch gar nicht so meine übliche Richtung ist, ne? Im Vergleich zu Gaggenau. Und da komme ich einfach nicht dazu. Spätestens am Wochenende werde ich alles abarbeiten. So. Gleich kommen wir auf die Autobahn, da können wir ein bisschen flotter fahren. Nach 800 Metern bleiben Sie links. Bleiben Sie links. Ich bin leiser Biker. So. Folgen Sie Ostwestfalen-Damm Richtung Paderborn für 53 Kilometer. Ja, jetzt kannst du die Klappe halten. Jetzt brauche ich dich nicht mehr. Sie hat aber noch nicht auf dem Schirm. Was? Für LKW gesperrt? War da irgendwas?
no, hier stimmt schon wieder was nicht. Oh no, was ist denn jetzt hier? Oder? Warte mal. Ah, doch, doch, stimmt alles. Oh, da ist einer in die Leitplanke gerammelt. Ich glaube, die nach Paderborn rein ist eventuell gesperrt, aber die 33 ist ja nicht für LKWs gesperrt. Nein, aber die Richtung stimmt. Ich habe gerade ein Schild gesehen. Dabei hatte ich mich gestern noch schön informiert bei meinem Kollegen. Der hat gesagt, ja, bei der ersten Bude beim Entladen ist gut, wenn du früh da bist und so. Dann kriegst du Pause rein und. Gut, er hat nicht gesagt, dass da scheiß Federrampen sind, die ich ja absolut nicht leiden kann. Hat er vergessen. Und er hat vergessen, mir zu sagen, dass ich gurten muss, ne? Hier bei der letzten Ladestelle. Netter Kollege. So, Tempomat rein, Abstandstempomat rein, das war's. Achso, jetzt können wir hier hoch, jetzt müssen wir aber hier ein bisschen runter machen. Ja, so ungefähr muss sein. Jetzt sehe ich nichts mehr. Müsste ich glatt auch im Winter die Sonnenbrille mitnehmen. Oh. Da habe ich dann gestern im Internet mal nachgelesen, was diese Fehlermeldung bei so einem Golf 4 bedeutet. Also, und dann habe ich das halt nachgelesen und da war auch jemand, der hatte den gleichen Fehler und der hatte auch schon verschiedene Dinge gemacht, Ölpumpe, ach, alles mögliche. Und dann waren andere wieder, die auch Plan hatten und dem dann Tipps gegeben haben und so weiter. Also ich kann nur eins sagen, ich verstehe gar nicht, wieso die so viele Leute auf Golf schwören, ja, und sagen, boah, VW, das ist es und so. Also sorry, ich habe jetzt, dadurch, dass die Tochter da einen Golf gekauft hat, ja, so ein paar Dinge mal gelesen über verschiedene Modelle und so. Also da ist ja jede Baureihe mit irgendwelchen dusseligen Fehlern behaftet. Klar, auch beim Renault Kangoo, die Autos, die wir fahren, gibt es auch Fehler. Aber die sind mehr so, ja, die Lenkstabilisatoren, die halten halt nur 60.000 Kilometer. Die Querlenker, das ist auch ein bisschen, naja, so, oder die Spurstangenendköpfe, das kann man schon mal ausschlagen. Aber das sind ja alles einfach zu wechselnden Sachen, das ist ja nicht so das Thema. Aber was der Golf betrifft, hat er schon einige Probleme. Also je nach Modell unterschiedliche Probleme mit dem Motor, mit Öldruck, mit irgendwelchen Ventilen beim Kühlkreislauf und so weiter. Also ich kann einem Golf nichts abgewinnen, ehrlich nicht. Außer, dass jetzt auf dadurch, dass die Stückzahlen dieser Autos so hoch sind, ja, gibt es halt eine breite Palette an Zulieferern, die dir Teile anbieten und die Preise sind auch, ich muss mal eben schauen. Ja, wir weiter geradeaus. Die Preise sind auch moderat. Aber das ist bei Renault Kangoo auch. Das ist ein massenhaft verkauftes Auto. Und ich habe ja schon mal erzählt, bei dem Kangoo 1, den wir jetzt haben, die Teile, die werden immer billiger. Ne? Ich habe ja schon zweimal Kühler ersetzt. Und beim ersten Mal habe ich 160 Euro bezahlt, jetzt beim letzten Mal. Da habe ich für einen Kühler gerade mal 40 Euro bezahlt. Oder 50 vielleicht. Also, wenn es nach mir gegangen wäre, aber leider geht es ja nicht immer nach mir. Wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätte Lotti sich einfach mehr Zeit genommen, um ein Auto zu finden. Und dann hätten wir das so gemacht,
wie wir das bei uns mit dem Grünen gemacht haben. Wir haben mal den alten Grünen gehabt, der bei mir noch als Schlachtauto steht, der 290.000 auf der Uhr hatte und wahnsinnig aus der Servolenkung leckte. Und dadurch war klar, die wollte ich nicht reparieren oder überholen, weil er auch noch Probleme mit einer Einspritzdüse hatte. Und da habe ich gesagt, nee, und dann hat er auch noch einen Rostschaden vorne an einem Kotflügel. Ich habe gesagt, no, der hat seine Pflicht und Schuldigkeit getan. Wir suchen nach einem Ähnlichen, damit wir Teile verwerten können. Und ja, da haben wir uns Zeit gelassen. Und dann haben wir geguckt. Ich meine, wir haben ein Angebot gehabt, das wäre besser gewesen, das war so 1600. Am Ende haben wir den dann hier, glaube ich, den jetzigen für 2000 gekauft. Und wie gesagt, wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir uns Zeit genommen, hätten geschaut nach Renault Kangoo. Okay, von mir aus kein Diesel, damit sie halt, weil da ist es immer günstig, wenn du einen Zweisitzer hast. Man hätte auch einen Benziner da suchen können, da hätte ich mich dann vorher bei meiner Renault-Werkstatt erkundigt, so nach dem Motto, welches ist der empfehlenswerteste Benzinermotor und von welchem Benzinermotor lässt man mal besser die Finger. Also die kenne ich jetzt über 20 Jahre, die Leute da, und ich habe ja jetzt letztes Jahr, also 22 an dem einen Auto den Zahnriemen machen lassen und jetzt vor Weihnachten noch an dem grünen den Zahnriemen. Und ich sag mal, wenn ich da so eine Frage habe oder so, dann haben die da kein Problem, mir die zu beantworten, oder die machen auch mal was so, ja, wenn ich sage, komm, brauche ich keine Rechnung, mach da mal irgendwie, ne, Reifenwechsel oder was weiß ich, dann drücke ich eben da 20 Euro in der Hand, ist der Fall erledigt, ne? Nein, da ist schon ein gutes Verhältnis, und wie gesagt, da kann ich mir Informationen holen. Und dann hätten wir so ein Auto geholt, und wenn da irgendwas wäre, erstmal gehe ich nicht davon aus, dass dann direkt was mit dem Motor ist oder so, vielleicht mal Anlasser. Das ist aber kein Problem, so ein Ding zu wechseln. Nein, aber wenn irgendwelche Sachen gewesen wären, ich würde mich einfach besser auskennen und könnte besser helfen. Und da sind wir nämlich wieder bei dem Punkt mit dem Helfen. Na? Ich meine, natürlich hätte ich gestern sagen können, ja, ich ziehe mich sofort um, spring ins Auto, fahr da runter, ja. Und dann hätte vielleicht die Aktion bis 6, 6:30 gedauert, in brüllender Kälte. Ich wäre nach Hause gekommen mit Füßen wie Eisklötze durchgefroren und so, dass ich dann im Grunde Probleme hätte, in Schlaf zu kommen. Also ich hätte ohne Rücksicht auf mich selber helfen können. Aber ich sage mir, das ist nicht in Ordnung. Man muss beim Helfen auch immer schauen, wie man selber dasteht. Ne? Weil, was bringt das denn, ey? Ich hätte vielleicht zu wenig Schlaf bekommen, oder nein, weil alles einen ja auch aufwühlt, da kommst du ja nicht gut in Schlaf. Ja, nur um die jetzt da wegzuholen, wo die, na, wenn der Junge jetzt noch Schule gehabt hätte und sie am nächsten Tag hätte arbeiten müssen, wäre es noch was anderes gewesen. Aber so habe ich gesagt, no. Ich fahre nachher dahin, ich mache das, ich helfe ja. Aber nachher sind andere Voraussetzungen. Na, ich habe dafür gesorgt, dass die jetzt schon dann mit den Hunden gehen. Ich würde zwar gerne selber rausgehen, vor allem wenn ich gerade sehe, wir haben nur -3 Grad und vielleicht mal keinen Scheißwind. Ja? Also der Wind, Leute, sage ich euch, der ist zum Kotzen. Der macht aus -8, macht der -12, ja, gefühlt. Und auf jeden Fall, dann hätte man, dann gucken die jetzt, dass die Hunde draußen waren, dann, weil sonst hat man das immer im Nacken, ja, ah, die müssen noch raus und so, oder muss ich mich noch kümmern. Nein, ich habe jetzt dafür gesorgt, dass das läuft. Wenn ich nach Hause komme, ja, mache ich im Grunde nichts. Ich ziehe mir dicke Jacke an, nehme mir die Abschleppstange, und naja, und paar Kleinigkeiten, so, keine Ahnung, ich kann ja nicht rumreparieren auf der Straße, vor allem ist er noch in der Nähe der Hauptpolizeiwache, ja, also einen besseren Platz konnte sie nicht finden, ja, um mit dem Karren zu verrecken. Ich kann mich erinnern, wie ich vor Jahren
vor Jahrzehnten muss man sagen, habe ich mal in Hattingen, da stand mein Motorrad auf so einem Parkstreifen und ich habe mir damals so Zusatzstoßdämpfer, gute Stoßdämpfer gekauft, weil die Originalen, die haben nicht so viel getaugt. Ich habe mir also gute Stoßdämpfer gekauft und habe, das ist ja nichts, das sind ja pro Dämpfer sind das zwei Schrauben, ja, eine oben, eine unten. Und habe diese gewechselt auf der Straße, halt mit dem mir vorhandenen, damals war ich noch gar nicht so gerüstet mit Werkzeugen in einem. Ja, da kommt ein Polizeibeamter vorbei und macht so einen Spruch wie, ja, machen wir jetzt hier eine Werkstatt auf oder was? Weißt du, so auf die Tour. Ich denke, was willst du denn von mir? Ne? Nein, das ist eine ganz blöde Stelle. Eventuell, ich mache da keine langen Faxen, ich werde einmal gucken, ob Öl drin ist oder was. Vor allen Dingen, dann frage ich sie, weißt du, ob der Ölstand in Ordnung ist? Ja, weiß ich nicht. Und ja, ich sage, ja, und irgendwie hat sich ja schon herausgestellt, dass dieses Mistauto ein Ölverbraucher ist. Und da sage ich, ja, wenn Öl, ja, und sie meint, ja, wenn Öl fehlt, dann geht ja die Lampe an. Ja, toll. Und er hätte sie auch nachgeschüttet. Ich sage, ja, wie viel denn? Ja, weiß ich nicht. Ja, wo gibt es denn sowas? Ich weiß nicht, bei mir im Känguru, das sind 5 Felder, jedes Feld hat 100 Milliliter. Wenn da 3 Felder fehlen, habe ich einen Messbecher, kippe da 300 Milliliter Öl rein, schütte die rein und gut ist. Man kann doch nicht einfach irgendwie frei nach Schnauze Öl reinkippen. Bei zu viel Öl würde nämlich diese Anzeige auch angehen. Ich weiß auch nicht, wann sie da Öl rein. Ja, vor allen Dingen, es war ja auch, das Problem ist, wenn, ich weiß ja nicht, wie es beruflich so läuft, aber bei ihr ist es so, wenn da Stress ist, dann ja, wird sie ungehalten. Und ich bin jemand, wenn so jemand bei mir anruft, abends spät und schildert mir die Probleme, dann frage ich Dinge ab, ja, so, ist Öl drin? Ja oder nein? Da will ich nur Ja oder Nein hören und keine Litaneien und kein Gezeter und nichts, sondern einfach nur zack, Ja oder Nein. Und dann kann ich, frage ich das nächste ab. Wenn gesagt wird, ja, ist es geprüft worden über den Messstab, heißt wieder Ja oder Nein und nicht, ja, ich weiß nicht. Und boah, wird das hier bullig durch die Sonne jetzt, ich sag's euch. Richtig bullig. Ah, ich vermute mal, dass die Akkulaufzeit da gestern und vorgestern nicht so der, also nicht so war wie sonst. Das liegt wohl daran, wenn ich zur Firma fahre, klar habe ich Heizung im Auto und so, aber die Tasche steht hinten und da ist schon kalt und bis dann alles, naja, bis, sagen wir mal so, bis dann warm ist auch hier in der Hütte, da verbringt die Kamera mit ihrem Akku schon einige Zeit in der Kälte. Und nichts ist katastrophaler für so einen Akku als Kälte. Und deswegen bringt er wohl nur noch, ja, knapp 2 Stunden hat er ja gestern gemacht, 1,47 oder was. Er sollte aber eigentlich 2:40 bringen. Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich der Temperatur geschuldet. Ich will da aber auch noch mal schauen. Es gibt da, glaube ich, noch so einen anderen Akku. Ob ich da nochmal umrüste oder mir so ein Ding hole. Ja, mal sehen. Ja, hier Schloss Holte-Stukenbrock. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier ist. Nee, da sind wir, glaube ich, schon vorbei. Ja. Hier ist Stukenbrock. Da ist nämlich ein davor gewesen. Hab ich jetzt nicht. Da wohnt ja ein Freund von mir. Den kenne ich jetzt seit über 40 Jahren sind wir befreundet und ja, wissen eben schon eine Menge voneinander, was weiß ich. Wir haben uns kennengelernt bei der Bundeswehr und wenn ich jetzt
Zeit, und ich habe das vor Jahren mal gemacht, habe ich auch mit dem LKW die 2 runtergekommen. Da war das aber so eine Geschichte, da sind wir noch mit Scheibe gefahren und so, und da konnte man auch mehr rumtricksen irgendwie, und war alles nicht so. Da bin ich runtergefahren und bin mit dem damaligen LKW bei ihm da in seine Siedlung, also wo er da sein Einfamilienhaus hat. Da kann man aber so abhaken, hab die Karre da abgeparkt und bin dann mal auf den Kaffee zu denen rein. Aber heute Morgen um 8, da schält er sich gerade mal aus dem Bett, als ich da vorbeikam. Und jetzt will ich natürlich so schnell wie möglich nach Hause. Ja. Aber den dritten Tag tue ich mir eigentlich primär schon die 85 an. Ey, sag mal, bist du bescheuert? Der hat mich doch fast gestreift hier, der Kerl. Ja, nur einige Male kurz mal die 90 reingemacht, um zu überholen oder zu beschleunigen. Aber so grundsätzlich bin ich. Eben waren wir noch bei 24 irgendwas, jetzt sind wir schon bei 26,3. Und die Berge kommen ja erst noch. Ja, doch, ich nehme euch bis 11 mit, da haben wir Stunde 10, das ist so, ich meine, ich weiß nicht, ob es was mit der Länge zu tun hat, aber von den 3 Videos, die jetzt diese Woche von mir hochgeladen worden sind, hat das, also bis jetzt war es so, ich meine, gut, das eine ist ja auch gestern, habe ich gesehen, relativ spät online gegangen. Meine Frau hat das gemacht, da war ich schon längst im Bett am Pennen. Das kürzeste hat die meisten Aufrufe. Ob es mit der Länge zu tun hat, weiß ich nicht. Aber wir machen jetzt mal so ein bisschen über eine Stunde. Das ist so wie Gaggenau. Und dann kann ich auch ein vernünftiges Ende machen, muss die Zweitkamera nicht aktivieren. Das sind ja auch interessante, in Anführungsstrichen, Alleinlagen hier, aber oh, das sah unbewohnt aus. Aber wer will auch schon ein Haus direkt an der Autobahn? Also da muss man sich mal hinstellen. Also das ist nicht schön. Das ist ganz schön laut. Ist ja eigentlich auch schon ein Unterschied gewesen. Wir haben ja früher im Dorf an der Hauptstraße gewohnt, mehr oder weniger. Und da war es auch so, die Fenster nach vorne raus zur Hauptstraße, wenn man abends fern gesehen hat, die konntest du nicht offen halten. Weil immer wenn ein Auto vorbeifuhr, hast du nicht mehr verstanden, was die im Fernsehen erzählt haben. Hier kann man auch, schöne Gegend so, hier Senne. So ein bisschen heidemäßig, kann man schön laufen mit den Hunden. Also ich wollte eigentlich auch, war das nach meinem Urlaub? Nee, vor meinem Urlaub wollte ich eigentlich noch mit unserer Ruby, also unserem jüngsten, in Anführungsstrichen neuesten Hund, zu meinem Freund hier fahren. Der hat, ja, also ich sag mal so, wir rufen uns immer gegenseitig an, wenn ein neues Auto oder ein anderes, muss nicht neu, ein anderes Auto gegeben hat, ein
oder ein Hund wieder zugelegt worden ist. Er ist jemand, der auch immer mal wieder so eine Art Hundepause eingelegt hat. Also wenn ein Hund gestorben war, erstmal eine Weile keiner. Das ist ja bei mir nicht der Fall. Er kennt mich ja als jemand, der seit über 40 Jahren kontinuierlich nicht einen, sondern in der Mehrzahl Hunde an seiner Seite hat. Nein, und wenn jetzt, wie gesagt, ein neuer Hund ist, da versuche ich eigentlich immer noch, wenn er jung ist, zu ihm, damit die sich kennenlernen, die Hunde, damit es klappt, damit man sich besuchen kann, damit man zusammen eine Runde laufen kann. Aber es hat leider nicht geklappt. Der ist nämlich genau zu dem gleichen Zeitpunkt in Urlaub gefahren, wo ich auch Urlaub hatte und wo ich dann auch eben unterwegs war. Und ja, ich sag mal so, in der kalten Jahreszeit, also in dieser brutalen, da fahre ich da nicht so gerne hin, weil es macht schon mehr Spaß, wenn man ja draußen laufen kann, draußen sitzen kann, irgendwo Kaffee trinken oder bei ihm auf der Terrasse abhocken und ein bisschen quatschen, so als jetzt ja eine Runde strammen Schrittes, weil es so schweinekalt ist und dann reingehen. War ja auch total voll, also in die andere Richtung. Was haben wir hier? Ja, das ist aber ein See hier. Ich glaube, der ist immer hier. Ja, ja. Das sieht nach Schweinemast aus, Schweineställe, mit diesen Belüftungsrohren obendrauf. Heute Morgen, da bin ich ja so früh da gewesen, da habe ich mir auch noch mal eine halbe Stunde da aufs Bett gelegt mit meiner Superdecke. Aber ich habe festgestellt, es gibt ein Manko. Ich kann nicht mit, also ich brauche das für meine Sitzposition, so wie sie mir gefällt, sitz ganz nach hinten und auch die Lehne ein bisschen nach hinten geschrägt und so. Ich komme da super mit zurecht. Das hat aber den Nachteil, dass wenn das Bett unten ist, die Lehne an der Bettkante scheuert, beziehungsweise das schon so drückt gegen den Sitz, dass der gar nicht mehr federt. Ja, dass die Luftfederung nicht mehr arbeiten kann, weil der Sitz eben nicht mehr frei sich bewegen kann. Und also muss zwanghaft das Bett hochgeklappt sein. Das hat aber folgenden Nachteil bei dieser extremen Kälte. Ich klappe das Bett heute Morgen runter, ne, Lehnen nach vorne gemacht und so. Ja, da ist die Matratze arschkalt, weil die ganze Rückwand ist auch entsprechend kalt. Ja, und ich meine, hier jetzt die Einbauten so, die frei sind, die von der warmen Luft bestrahlt werden, die sind angenehm, aber die Matratze, das war brutal kalt. Mit anderen Worten, man müsste vorher, bevor man sich hinlegt, im Grunde erstmal runterklappen und schauen, dass sich ein bisschen alles akklimatisiert. Ich habe auch nicht wirklich geschlafen. Ich habe so ein bisschen rumgedöst. Und als ich dann im Grunde so langsam so wirklich in den Schlaf hätte kommen können, ja, da war es dann auch Zeit, sich anzumelden.
Naja, aber heute ist Mittwoch. Na, dann noch zwei Tage, dann haben wir erstmal wieder Wochenende. Und nächste Woche, ja gut, da könnte der Montag noch mal frei sein oder ja, wahrscheinlich. Oder eventuell nur zu holen, ja, also dass ich irgendwas wegbringe und dann in Gaggenau eine hole. Und wenn ich Glück habe, dann bringe ich Überhang vom 24 Plus da weg, weil das ist ganz gut. Dann ist kurz vor Gaggenau direkt an der Autobahn. Und da brauchen wir noch rückwärts ans Loch und wird entladen. Und von daher, das wäre schon das Optimalste. Ein XG Plus. Hier geht auch ein Windchen. Ich sehe zwar jetzt an den Bäumen, ja, oder das sind die Luftverwirbelungen von meinem Vordermann. Bin ihn mit meinen 85 nicht schnell genug. Aber mir geht es ja oft auch umgekehrt. Aber es ist schon so vom, ich meine, dass dieses entspannter ist und dieses durchgehend 90 fahren weniger entspannt ist, brauchen wir nicht drüber reden, aber es tangiert mich nicht, wenn ich das so nach Gaggenau runter mache. Aber ich muss sagen, es ist wirklich, wenn man 85 fährt, es so durchgängig, es ist schon entspannter halt. Für das Leben in der Küche. Ja, hier oben, der ist jetzt aus Minden. Minden, Gütersloh, Bielefeld. Das ist irgendwie so ein Zentrum für Küchen, Möbel und Küchen. Aus der Ecke kommt ja auch hier der Möbelkutscher und Nobilia sitzt ja auch hier, hoppla, Nobilia sitzt ja auch in der Ecke und ich glaube auch noch andere Firmen, ich kenne die jetzt alle gar nicht so, diese Küchenfirmen. Und ein Freund von meinem Freund, den ich auch schon 40 Jahre kenne, weil ich habe ihn damals kennengelernt, ja, eine Weile, nachdem ich also den eigentlichen Freund kennengelernt habe. Auf jeden Fall, der hat ein Küchenstudio in Schloss Holte, Stuckenbrock, für so ganz hochwertige Küchen. So Küchen für, ja, was weiß ich, 20, 30, 40, 50, 60.000.
Also so eine Küche für unter 10 Mille, weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, der ist einmal, da haben wir aber noch in dem anderen Haus gewohnt, da haben die mich mit 3 Mann besucht. Und dann kam man in die Küche, also nicht in die jetzige, sondern in die damalige Küche, die 3 Zugänge hatte, also 3 Türen und ein Fenster. Naja, und nicht sehr groß. Und dann habe ich so aus Scherz zu ihm gesagt, na, was meinst du? Und dann hat er gesagt, das kannst du hier vergessen. Ne? Also sagen wir mal, irgendwie eine Küche da, so eine Fertigküche da einzubauen halt. Ne? Nein, es gibt ja den Plan zu renovieren dieses Jahr, die Küche. Und ich habe damals die Arbeitsplatte und die Spüle und so weiter, da habe ich ganz individuell gemacht aus richtigem Holz. Aber es hat sich nicht so bewährt. Also wenn das bezahlbar ist, dann werden wir diesmal auf eine Steinplatte gehen, Granit oder so. Brechspan will ich eigentlich nicht. Aber für so eine Küchenarbeitsplatte ist selbst Brechspan mit einer guten, fetten Beschichtung, glaube ich, die bessere Alternative, weil dieses Echtholz, das ist zu weich und da siehst dann jede Delle drin und nee, da werden wir mal schauen. Und neuen Boden brauchen wir auch dringend. Der ist jetzt nach 12 Jahren durch. Ich werde auch kein Laminat mehr nehmen, sondern einen vollflächigen Bodenbelag. Ist ja alles hier kaum aus. Ich muss einmal Luft reinlassen. Ey. Ich gehe echt vor die Hunde. Boah. Ein bisschen frische Luft. Nur noch minus 2. Mensch, das ist ja warm schon. Nur noch minus 2. Oh, da wird mir nachher was geben. Naja, geht es nur noch mit 30 die Berge rauf. Sage ich euch. Er ist jetzt schon am Kämpfen. Ja, jetzt sagen wir mal so. Ich werde eventuell das Video beenden, wenn wir auf die 44 fahren. Oder? Naja, ach, schauen wir mal. Hier haben sie auch die ganze Gegend voll gepflastert mit Windrädern ohne Ende. Nachdem ich jetzt 2 Tage
mehr oder weniger leichtere Ladung hatte, ist richtig ungewohnt, jetzt mal wieder volles Gewicht zu haben. So, in 3,4 Kilometer geht es dann auf die 44. Boah, ist das eklig. Die Sonne scheint genau durch die Lücke da, also durch diese kleine Stelle, die noch freigelassen wird durch die Sonnenblende. Ja, auch schon wieder Veränderungen. Beziehungsweise Baustelle. Wie? Nee, ne? What the fuck, ey? Sag mal, kann ich jetzt hier... Ey, kann ich ja Richtung Kassel? Komm ich auch nie drauf. Ma? Oder? Doch. Ha? Was denn jetzt hier? Doch, doch, doch. Ah, Kassel geht noch. Boah, ich wollte gerade sagen, ey. Auf der Hinfahrt heute Morgen wollte Else mich auch wieder über von der 7 auf die 44 über die entsprechende Brücke schicken, die aber schon seit ewigen Zeiten gesperrt ist. Und du musst dann weiterfahren Richtung Kassel und dann über die 49 dann zur 44. Und ja, das hat sie auch nicht auf dem Schirm. Ich werde da nachher meiner Dispo fragen. Weil dass ich das Gerät mit nach Hause nehme und versuche zu aktualisieren, das wird wohl nichts werden. Aber ich könnte mal in der Firma fragen, ob es da die Möglichkeit gibt. Ich meine, das Navi ist mit Sicherheit auf dem Stand von vor 3 Jahren oder so. So,
Ach, da was mir gerade einfällt, ihr wisst ja, wenn mir gerade mal was einfällt, muss ich das auch direkt loswerden, sonst habe ich es kurze Zeit später schon wieder vergessen. Es hatte mich jemand im Kommentar, also weil drüber gelesen über die Kommentare habe ich schon, auch wenn sie nicht beantwortet sind. Und ich habe bei einem Kommentar gelesen, also zumindest derjenige, der den Kommentar geschrieben hat, interessiert sich mal für so YouTube-Kanalanalysen, Kanalstatistik und so weiter. Also bezogen auf meinen Kanal oder vielleicht auch allgemein. Aber gut, ich kann ja nur das zeigen, was bei meinem Kanal ist. Und ich bin ehrlich, diese Idee, da mal ein kleines zusätzliches Video zu machen am Wochenende oder so, mal sonntags, die hatte ich selber schon. Einfach, um mal zu zeigen, wie sich das so entwickelt hat über, ja, 4,5 Jahre, sage ich mal. Mit den Videos und den Klicks und so weiter. Und überhaupt, wie das aussieht. Denn wenn man keinen... Ich meine, wenn man angemeldet ist, dann kann man kommentieren und so. Aber wenn man keine Videos hochlädt, dann wird einem das, also dann sieht man dieses gar nicht. Man kann das immer nur dann sehen, wenn andere es einem zeigen. Also hier sage ich euch, hier haben sie aber alles voll hier mit reinste Windpark hier. Aber der ist schon ganz lange. Ich glaube, ein Großteil davon, die waren schon da, als ich noch vor... Ja, die ersten, die waren bestimmt schon da, als ich gependelt bin, vor 20 Jahren. Also zwischen NRW und Hessen immer ein Jahr lang hin und her. Also Wochenende immer nach NRW. Und ja, sonntags abends dann wieder zurück. So, mal schauen, ob ihr noch am Ball seid. Ja, ihr seid noch am Ball. Ja gut, ist ja auch gerade mal jetzt eine Stunde rum, ein paar Minuten länger. So viel schafft er also schon. Naja, wir machen noch die 11 Uhr voll. Kommt einer ganz forsch von hinten. Dem ist das hier mit 80 zu lahm. Er kennt nichts. Ja, aber irgendwo ist da vorne auch wieder so ein Spezialist. Kann man mir da sagen, was man will.
Ah, ich glaube, wir lassen uns mal rein. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie der Stand ist. Also, ob hier jetzt Überholverbot ist oder nicht. Wir probieren das mal. Ist doch eigentlich nichts von hinten mit Autos. Na komm. Komm hier auf der linken, ey. Mann. Oh, no way. Aber jetzt. Ich sehe es schon wieder, verdammt nochmal. Ist schon wieder Überholverbot, ey Mann, bevor ich noch hier vorbei bin. Ach, jetzt ist mir aber egal. Ich muss jetzt mal zusehen hier. Ich finde also 85, die kann man schon fahren. Na, man muss jetzt nicht hier. Und er ist nämlich derjenige, der hier die Geschwindigkeit gemacht hat. Voller Tank, halber Preis. Ja, was fährt der Kollege? Ja, gut, das ist ein Spritfahrer. Der fährt natürlich bin 80. Und dann fährst du hinten nur noch 78. So, wollen wir uns mal an dem vorbeimachen. Autogas umrüsten, sparen, naja, so ganz stimmt das ja auch nicht mehr. So. So ist halt ein bisschen schöner. Bäume bewegen sich ja nicht dolle, dass man jetzt daraus schließen könnte, dass fett Wind ist. Naja, mal schauen.
Nee, das war, das, wie gesagt, so ein kleines Zusatz oder so irgendwie mal so ein extra Video. Da gibt es ja verschiedene Ansichten so. Und ich habe das schon mal probiert. Also das lässt sich gut abfilmen. Also was ich nicht kann, ist dieses in so einem Video einfach. Aber ich kann es abfilmen. Abfilmen und dann zeigen halt, was welche Bedeutung hat und so. Doch, das können wir, kann ich gerne mal machen. Wie gesagt, den Gedanken hatte ich ja auch schon. Hätte ich auch Spaß dran. Was ich euch nicht zeigen kann, ist, was ich mit YouTube bis jetzt verdient habe, weil das ist nämlich nichts. Na. Nee, wenn ich überlege, mit Kameras, also mittlerweile dritte Kamera, Zubehör, allem Krempel, also alleine die drei Kameras, da bist du schon mit ja, 1500 und Zubehör. Also 1500 plus habe ich in diesen 4,5 Jahren ausgegeben. Aber okay, ist ein Hobby. Hobbys kosten Geld. Nicht immer, aber dieses Hobby kostet Geld. Kein Problem. Ah, ein Milchlaster. Die sind ja teilweise auch mitgefahren bei den Protesten. Gut, die hängen natürlich am Bauern ganz eng dran, ne? Auch unser ortsansässiger Landhandel war, ich habe es zufällig im Vorbeifahren gesehen, der hat ja zwei Züge, einen Sattelzug und einen Hängerzug und dann hat er noch so einen 12-Tonner mit Hebebühne hinten dran, zwei Achser zum Ausliefern und mit dem hat er an der Demo teilgenommen. Als ich nämlich nach Hause fuhr, am Montag, an diesem Demonstrationszug vorbei, da habe ich zufällig gesehen, dass sein Auto oder dieses eine Auto von der Firma mit dabei war. Am Binkhof da vorne rechts habe ich schon mal gestanden, da so an dieser grünen Insel und hatte rechtzeitig auf einer Achse einen Blattfuß. Das war allerdings mit einem Sattelzug mit Futter drauf. Das sind aber auch ein paar Spurrillen hier, ne? Die Scheibe. Die Dinger hier. Da sind aber schon einige umgelegt. Heute ist die Sonne aber noch mal einige Nummern besser am Start als gestern. Gestern war sie ja teilweise schon bedeckt und der Wind einfach.
halt eher da. Aber ich würde sagen, ich glaube, ich muss auch mal wieder noch mal ein bisschen was zu mir nehmen und so. Ja, ich würde sagen, wenn da nicht irgendwie noch was Spezielles kommt, wo ich die Kamera noch mal anschmeiße, beziehungsweise mit der Zweitkamera arbeite, wie gesagt, kann ich nicht sagen, wenn da irgendwie noch mal was ist, mache ich noch mal was. Ansonsten war es das mit dem heutigen Video. Wie immer wünsche ich euch, bleibt mir alle gesund und macht schön gut.